So, und jetzt können wir die aktuellen Einstellungen als Druckset speichern. Wir kontrollieren noch einmal. Minus, Ingenieurbaum, Rundstrahlbewährung passt, sehen schon, in Seitenansicht sehen wir es sehr gut. Oder natürlich auch die Möglichkeit für Layer unten. Geh mit einem Doppelklick rein, auf die erste Lage hier klicke ich, tue aber gleich wieder abbrechen, drücke jetzt Links-Shift und klicke auf das untere Teilbild noch zusätzlich. Ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Servus, heute geht es um Layer und damit Drucksets. Das heißt, ihr könnt ihr euch in Allplan Layer zusammenstellen, ihr könnt sagen, was ihr ein- oder ausblenden möchtet und könnt es dann als Favorit zum Beispiel abspeichern oder ganz einfach als Layer-Druckset. Beides kann man laden und auch für die Planzusammenstellung nutzen. Ein Vorteil hätte zum Beispiel die Speicherung von den Layern, dass man dann bei der Planzusammenstellung sagen kann, oh, ich möchte noch den oder den Layer trotzdem zusätzlich noch ausgeblendet haben. Das ist auch zugleich die Schwäche und die Stärke, denn beim Layer-Druckset kann man das nicht so einfach machen, aber dann sind wenigstens alle Einstellungen wie nach einem Bürostandard. Und wie das Ganze jetzt ausschaut, zeige ich euch. Also wir haben hier unsere Bewährung, wir haben hier unsere Originalbewährung, unser Modell. Hier ist die Grundrissableitung und die Schnitte dazu. Und wir wollen zum Beispiel jetzt nur die untere Lage angezeigt bekommen. Jetzt klappe ich mal hier das ganze Zeug zu in meinem Layer-Karteireiter, ja gut, kann man sagen. Und jetzt suche ich mir mal zum Beispiel Rundstrahlbewährung raus. Ja, jetzt blenden wir alles aus, was nicht zur oberen Lage gehört. Müssen wir uns jetzt mal einig werden. Also Zulagen, Vertikalzulage Wand. Unten, also hier schon mal oben raus. Oben, oben, oben. Oben. Anschlussbewährung, das ist für mich zum Beispiel, wenn jetzt von der Decke in die Wand reingeht. Ich mache jetzt keine U-Stecker, ich mache immer L, weil die werden eh bloß immer so reingesteckt, nachdem die obere Lage sogar verlegt worden ist. Für mich gehören sie aber trotzdem in die untere Lage, weil die mit der unteren Lage verbunden werden. Da kann man jetzt sich prügeln. Bei mir gehört sie die also in die untere Bewährung. Unterzugbügel, Längsbewährung, Treppenanschluss, bla bla bla. Warum gibt es denn da zwei? Okay. Randeinfassung, das gehört für mich alles in die untere Lage. Schub auch, Abstand halt auch. Man könnte höchstens noch sagen, wir könnten noch eine mittlere Lage machen. Aber ich in dem Fall mache ich nur zwei Lagen. So, genauso müsste ich dann in der Mattenbewährung vorgehen und die oberen Lagen ausschalten. Jetzt schauen wir mal noch beim Bewährungsplan. Hier haben wir auch noch oben. Und ebenso müsste ich es jetzt auch bei BAMTEC natürlich vornehmen. Wenn ihr übrigens Schulungen oder Informationen zu BAMTEC braucht, damit kenne ich mich eigentlich bestens aus. So. Jetzt haben wir die Einstellungen, jetzt schauen wir uns mal in der Seitenansicht an. Ja, passt. Jetzt haben wir nur die untere Lage. Oh, was ist das? Rand, Eisen, okay. Dann, ja klar, das ist okay. Das sind ja so eine Eisen irgendwo. Ne? Die sind für mich untere Lage. Und jetzt kann ich das Ganze entweder hier abspeichern oder so einen Favoriten. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, Bewährung, untere Lage. So, jetzt speichere ich das aber nicht in mein Altplan-Verzeichnis hier, sondern hier unten. Scroll da bei Altplan 24 runter und mache das zum Beispiel ins Projekt oder im Büro. Also ich mache es jetzt in dem Fall ins Büro und sage untere Lage speichern. Und dasselbe mache ich jetzt für das Layer-Druckset. Dazu gehe ich irgendwo an einer freien Fläche von einem Teilbild, soll halt kein Element enthalten sein, wo ich klicke. Escape noch vorher schön. Dass ihr in keiner Funktion seid, dann einfach ein Doppelrechtsklick. Und dann kommt dieses Menü, das maximieren wir uns mal. Und jetzt sind wir hier bei der Layer-Auswahl Sichtbarkeit. Es gibt auch ein Reiter-Druckset, da wollen wir eigentlich hin, aber wir gehen jetzt hier auf Layer-Auswahl Sichtbarkeit, machen einen Rechtsklick irgendwo auf ein Layer. Oh, Entschuldigung, es ist 36, da kann man noch ein bisschen gähnen.
So, und jetzt können wir die aktuellen Einstellungen als Druckset speichern. Wir kontrollieren noch einmal. Minus, Ingenieurbaum, Rundstrahlbewährung passt. Genau, also Rechtsklick, aktuelle Einstellung als Druckset speichern. Und jetzt können wir das Ganze entweder als neues Druckset hier abspeichern. Machen wir mal. Wir haben hier schon Ingenieurbau. Wir geben jetzt hier einfach ein Liken, was das wieder zu bedeuten hat. Hab keine Ahnung. Aber das muss man halt hier sagen. So, nee, das ist der Name. Moment, das müssen wir Bewährung UL. Ordnungsgruppe. Können wir selber was reinschreiben? YouTube. Also, ihr liked aber trotzdem und abonniert natürlich den Kanal. Dann ist alles wunderbar. Wir sagen einmal okay. Und jetzt können wir zum Druckset schauen. Hier haben wir jetzt einen Ordner YouTube, Bewährung, untere Lage. Wunderbar. Wir klicken einmal auf das Anwenden. Also, war ich jetzt im Weg? Also, hier auf das Anwenden müsst ihr klicken. Schieben wir wieder zurück. Und dann auf OK. Wenn ihr das getan habt, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, hier unten ein Layer-Druckset zu wählen. Zack, Bewährung, untere Lage. Dasselbe Spielchen können wir jetzt für die obere Lage machen. Dann wird es in etwa dann so ausschauen wie hier. Zum Beispiel hier habe ich schon was vorbereitet. Ich habe, wenn ich zweilagig arbeite, einmal die Layer für oben. Jetzt dahin schon. In der Seitenansicht sehen wir es sehr gut. Oder natürlich auch die Möglichkeit für Layer unten. Ich habe sogar das Ganze mal aufgespaltet für, wenn ich drei Lagen nutzen möchte, wenn ich drei verschiedene Grundrisse abbilden möchte. Unten, Mitte, oben. Unten. Mitte. Das sind dann auch die Abstandhalter zum Beispiel drin und oben und Schubbewährung. Genau, so funktioniert das ganze System und ich finde es einfach mega klasse. Also, ja, das war es eigentlich auch schon. Mehr braucht ihr dazu erstmal gar nicht wissen. Aber jetzt wisst ihr zum Beispiel, wie ihr so ein Layer-Druckset selber erstellen könnt. Als kleiner Tipp von mir: Ich mache die Schnitte immer, da lasse ich mir alle Layer anzeigen und im Grundriss dann die einzelnen Lagen. Wenn ich dann im Planlayout bin, kann ich das Ganze natürlich auch noch nutzen. Da haben wir mal filigrane gemacht. Genau, also ich zeige es mal hier. Wir machen mal nochmal zusammen einen gemeinsamen Plan. Das heißt, wir holen uns ein Planelement. Ich klicke hier drauf. Klicke hier auf das Minus. So, dann haben wir hier den Inch-Bau. Dann war ich bei Decken. Ich glaube, wir waren gerade im EG. Und jetzt kann ich mir den Detail Grundriss zum Beispiel mal holen. Und die Bewährung. In dem Fall habe ich untere und obere Lage in einem Teilbild gehabt. Und jetzt kann ich einfach sagen, ich möchte das Layer-Druckset nicht auf Schalpern, ich möchte das auf Bewährung. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, die untere Lage. Genauso. Hier den Zeichnungstypen, das ist sozusagen, welche Farben soll das Ganze haben? Soll es schwarz-weiß sein, soll es blau sein und so weiter? Ich habe mir das in Farbe angestellt und sage okay. Und hier kann ich noch den Maßstab auswählen und dann setze ich das Ganze einmal hier so ab. Wichtig, hier oben hatte ich das Originalmodell, hier habe ich meine Grundrissableitung, deswegen möchte ich das Ganze auf meine Ableitung reduzieren und mache hier ein Planfenster draus. Von bereits abgesetzten Planelementen. Die anderen drei habe ich noch nie benutzt. Muss ich ganz ehrlich sagen, die anderen drei viele. So, jetzt markiere ich da alles. Und jetzt schaue ich, dass die Flächensuche deaktiviert ist und machen wir hier so ein Viereck. Stehen da drin. Okay. Jetzt haben wir dafür Schnitte gemacht. Naja. So, dann schieben wir uns das da hier hin. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, ja, das wird nicht die untere Lage, sondern einfach alle Grundrisse. Jetzt kann ich das einfach so rüber kopieren. Gehe mit dem Doppelklick rein. Auf die erste Lage hier klicke ich. Tue aber gleich wieder abbrechen. Drücke jetzt Links-Shift und klicke auf das untere Teilbild noch zusätzlich. Sag okay. Dann kann ich hier sagen, zum Beispiel oben. Und das lasse ich natürlich bei Farbe und sage okay. Und jetzt habe ich einmal die obere Lage und einmal die untere Lage. Wäre es jetzt beschriftet, wäre es wunderbar. Habe ich anscheinend nicht gemacht. Genau, und jetzt habe ich zwei Grundrisse hier abgespeichert. Natürlich müsst ihr jetzt noch den Namen des Plans abändern, aber jetzt versteht ihr, wie toll das ist, dass man untere Lagen und obere Lage einfach ganz einfach easy peasy trennen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert so gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Liked das Video und schaut euch gleich das nächste an. Das ist so cool. Ja, seht's in der Endcard. Ciao, Servus, euer Peter.
Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich.